Ich heiße Tarun. Heute spreche ich über Deutschland und Indien Federrepublik Beziehungen. India war eines der ersten Länder, die diplomatische Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland aufnahm. Heute betrachtet Indien Deutschland als wichtigen Partner für seine ehrgeizigen Wirtschaftsreformprogramme für die Entwicklung des Industriesektors des Landes und für seine Suche nach einer neuen globalen Rolle. Deutschland ist Indiens wichtigster Handelspartner in der EU und damit auch einer der wichtigsten Handelspartner des Landes. Weltweit. Seit Indien 1991 einen Reformkurs eingeschlagen und seine Wirtschaft geöffnet hat, ist das Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern rasend gestiegen. Die Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands mit Indien bleibt ein wichtiger Bestandteil der bilateralen Beziehungen. Nach den neuesten Zahlen der Weltbank aus dem Jahr 2019 leben trotz der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre rund 10% der Bevölkerung die unterer der Armutgrenze und müssen mit weniger als $2.5 pro Tag auskommen. Dennoch ist es mehreren 100 Millionen Menschen in den letzten 2 Jahrzehnten gelungen, der Armut zu entkommen. Gleichzeitig führen Industrialisierung und Urbanisierung jedoch zu Weltschäden. Indien ist mittlerweile der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen weltweit. Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit sind Energieeffizienz, nachhaltige Staatenentwicklung sowie Umwelt- und Ressourcenschutz. Darüber hinaus unterstützt die deutsche Entwicklungszusammenarbeit die wissenschaftliche Teilhabe von Frauen und den Aufbau eines access-orientierten Berufsbildungssystems und gibt Impulse für innovative Ansätze, zum Beispiel in der Sozialpolitik oder durch die Förderung von Startups.